Ja, unsere gute Morgana sendet jetzt eine Textnachricht an Jason mit heimlicher Bewunderung. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 3 Familie Pums. So, ich wollte jetzt nochmal trainieren. Aber aufs Klo gehen kann sie noch. Und dann auch ins Bett gehen. So trainieren. Ich wollte halt wissen, was sich verändert hat. Sie hat ja jetzt immerhin die Fähigkeit tanzen gelernt. Ach, sie wollte gar nicht aufs Klo gehen, sie wollte nur... Ich verstehe schon. So, wie sieht das jetzt aus, wenn du hier irgendwas machst? Sieht das jetzt irgendwie besser aus oder so? Ich bin gespannt. Nö, es hat sich nichts verändert. Ich denke, sie wird dann, wenn sie mit jemand anderem tanzt, nicht auf die Füße treten oder sowas. Weil sie das jetzt halt besser kann, ne? So, wir spulen einfach nochmal ein bisschen vor. So, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, habe ich schon mehrmals erwähnt. Kann sie eigentlich auch sowas wie Skorpion machen? Also das ist so eine bestimmte Übung. Sie hat Level 5 erreicht. Sie kann jetzt länger trainieren. Selbst anspornen. Ah ja. Sie wird eine richtige Sportskanone. Das glaube ich auch. Und wie sieht es jetzt mit Fähigkeit tanzen aus? Ist die jetzt auch hochgegangen? Ich weiß es nicht. Wir können ja erstmal aufhören. Vielleicht ist es dann. Okay, das sieht jetzt aber besser aus. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie einen neuen Fähigkeitspunkt bekommen hat. Tanzen ist hochgegangen. Cool. Kann man da auch... Ja, man kann 10 Punkte im Tanzen haben. Das ist ja cool. Irgendwann kann sie dann wahrscheinlich irgendwelche Step-Tänze vormachen. Ich weiß es nicht. Gehst dann auf jeden Fall schlafen, nachdem ich hier nochmal auf deine Bedürfnisse zurückgekommen bin. Duschen und schlafen. Das mit dem Geld sieht wieder nicht so gut aus. Wir müssen auf jeden Fall weiterschreiben mit dem Roman. Geh auf jeden Fall mal schlafen, auch wenn deine Energie noch sehr, sehr gut aussieht. Da kannst du halt eher aufstehen. Ist auch kein Problem. 1:30 Uhr stehst du auf, meinetwegen. Ich hoffe, es ruft niemand mehr an. Das wäre aber um diese Zeit auch ein bisschen seltsam. Ich glaube, morgen tust du auch mehr ein bisschen mit Freunden mehr machen. Was haben wir hier? Energiegeladen wegen Training. Das ist ja cool. Und eine gute Dusche genossen. Das ist auch schön. Mir geht's gerade richtig gut, ne? Und ihre Zufriedenheitspunkte sind auch sehr, sehr hoch. Das ist das Gute, wenn man mit einer Person spielt. Man kann halt sich wirklich komplett auf die konzentrieren. Auch wenn es manchmal ein bisschen langweilig ist. Aber es geht, ne? Da ist ein Hund. Oh, einen Hund könnten wir auch adoptieren. Wäre auf jeden Fall voll cool. Ich glaube, das mache ich auch irgendwann. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben und uns diese ganzen Sachen leisten können, mache ich das auf jeden Fall. Dafür brauche ich aber erstmal Geld. Und Geld bekommen wir, wenn wir arbeiten, beziehungsweise irgendwas anderes machen. Und da läuft gerade der Overwatch durch. Jetzt ist er durchgelaufen. 74 Fahrzeuge wurden gelöscht. Auch eine tolle Sache. So, wolltest du nicht aufstehen? Du wolltest aufstehen, meine Gute. Du kannst hier nochmal ein bisschen Sport machen, bevor ich mich um deine anderen Bedürfnisse kümmere. Nämlich, dass du Hunger hast. Und zwar kannst du da Gelee-Sandwich essen. Ist immer noch nicht verdorben, finde ich gut. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich meine, du hast ja jetzt... Ach so, nee, du hast Tanzen noch nicht voll. Also nicht voll, aber... Du hast halt bald den nächsten Punkt im Tanzen. Den möchte ich auf jeden Fall noch erreichen. So, wir spulen auch ein bisschen vor. Weil so interessant, das haben wir jetzt schon mindestens millionenmal gesehen. Da brauchen wir das jetzt nicht nochmal gucken. Und, die Sportfähigkeit geht bei ihr richtig schnell hoch. So. Und sie hat Tanzen Level 2 erreicht. Das finde ich gut. Und ist da auch schon wieder ein bisschen weitergeschritten. Mann, das geht bei ihr schnell mit den Fähigkeiten entwickeln. Hat sie denn Merkmale? Perfektionistin? Perfektionist? Er bewirkt Dinge besser als andere, aber der... Ah, jetzt stinkt's. Nee, hör auf. Ist gerade schlecht geworden, das ist nicht gut. Wir öffnen mal ganz kurz den Kühlschrank und räumen das raus. So. Das ist blöd. Ich wollte es gerade holen und dann klappt es nicht. Und Nee, servieren will ich nichts. Kannst du ja irgendwie einen Joghurt essen. Das ist eigentlich das Problem.
das zu machen. Ach, man braucht eine Mikrowelle. Alles klar. Haben wir nicht. Werden wir auch nie holen können. Bestnote in der Schule erhalten. Wird sie gleich machen. Von daher können wir den Wunsch erstmal annehmen. So, und dann haben wir noch eine Stunde Zeit. In der Stunde können wir duschen gehen. Duschen. So. Und nochmal aufs Klo brauchen wir eigentlich nicht. Ja, räumen wir es mal auf. Und dann kommt auch schon der Bus. Dann räumen wir es für dich auf. Herbst. Es ist Herbst. Wow. Das Herbstfest in der Stadt. Gerade rechtzeitig, um alle Gruseltagsstimmungen zu versetzen. Zieh dein bestes Kostüm an und feiere mit uns. Versuch dein Glück, das Kuchenwettessen und der Apfelbottich erwarten dich. Und sich Wettkämpfe nicht. Was? Und sind Wettkämpfe nicht dein Ding? Dann spiele den Schnösel und sieh vom Rand aus zu. Ein Spaziergang durch das Spukhaus könnte einen anderen Sim aus dir machen. Und zwar im wörtlichen Sinn. Setze dem Ganzen mit einem Rundgang durch das Kürbisfeld die Krone auf, um dir frisch von der Farm einen Kürbis zum Schnitzen zu holen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Können wir das auf dem Sommerfest holen, diesen Kürbis? So mit Freunden sprechen. Und sie hat. Ah ja, sie hat die Bestnote erhalten. Das Spoiler-Problem. Auf jeden Fall, wir kriegen Simoleons. Und das kannst du gleich nach der Schule machen. Deine Bedürfnisse sehen relativ gut aus. Ich habe gerade sehr komisch und schnell vorgelesen. Es tut mir leid. Ich wollte mal ganz kurz auf dem Sommerfest gucken, was sich da so verändert hat. Es hat sich wirklich was verändert. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich meine, wie merkt man denn, dass sich was verändert? Also wir haben das Gruselhaus. Da werden wir auf jeden Fall mal reingehen. Können wir hier Kürbisse kaufen? Ich weiß nicht, wo kriege ich denn einen Kürbis her? Heu verteilen. Nee, finde ich nicht so gut. Ich will eigentlich nur einen Kürbis. Hier haben wir dieses Ding. Das möchte ich auf jeden Fall mitmachen. Und die Bänke sind jetzt neongrün. Also ich stehe ja auf grün, aber das ist extrem. Das ist übertrieben. Die Klasse unternimmt einen Ausflug. Da kann sie gerne dran teilnehmen. Und ich hätte jetzt trotzdem gerne einen Kürbis. Wo kriege ich die denn her? Aber bestimmt hier, oder? Betrachten. Ernten. Alles klar. Apropos Ernten, wie sieht das. Oh Gott, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Oh Gott. Nein, 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 das ist nicht gut. Ah, die Qualität ist aber noch normal. Das kannst du dann machen, wenn du nach Hause kommst. So, mach mal ein bisschen schneller. Den Kürbis holen wir uns auch erst später. Aber auf jeden Fall werden wir uns einen Kürbis holen, damit wir hier auch für Halloween, also für den Gruseltag, etwas ausgeschmückt haben. Und zwar könnten wir dort eigentlich hingehen mit unserer Freundin Frances, ne? Alles mit Jason machen wir erst ja dann auch ein bisschen einseitig, aber mit Frances könnten wir da gerne hingehen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt aber erstmal den Boiler reparieren. Und wenn wir nach Hause kommen, machen wir sowieso was anderes. Er ist jetzt immer noch Sportler, Typ 1. Das finde ich jetzt irgendwie doof. Er verbessert sich auch nicht, ne? Haben wir irgendwo? Nö, wir sind auch nirgendwo drin. Warum sind wir nicht bei den Sportlern? Ich meine, wir sind so gut in Sport, da könnten wir doch auch bei den Sportlern sein. Kann es sein, dass ich gerade ein wenig schnell rede? Ich weiß es nicht. So, sie isst was. Und dann sieht es mit Spaß nicht so gut aus. Wie wäre es mit Hausaufgaben machen? Da geht der Spaß rasant nach oben. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, je, Hausaufgaben. Aber ich bin auch niemand, der sagt, Hausaufgaben sind doof. Ich mag Hausaufgaben eigentlich. Verhaltet mich jetzt bestimmt für verrückt, aber es ist so, ne? Ah, wir können das hier hinhängen. Finde ich nämlich voll süß. So, dann hängt das mal dahin. Ach, ich bin noch auf höchster Stufe. Oh, oh, das ist nicht gut. Haben wir jetzt Hausaufgaben gemacht? Ja, das ging schnell. Schreiben. Schreib mal weiter. Du brauchst es nämlich. Dann können wir die denn voll entwickelt gewöhnlich. Warum? Ach so. Nee, wir müssen die nicht wegwerfen. Sie ist nämlich gar nicht verdorben. Ich dachte jetzt schon, was ist jetzt hier wieder los? Ja, es passiert gerade sehr viel. Man muss es sagen. Was passiert denn bei Jason drüben? Nichts. Ah, der hat einen Pool. Ich will da mal schwimmen. Wir könnten da wirklich mal so dreist hingehen und schwimmen gehen. Ich bin am Überlegen, das irgendwann mal zu tun. Aber dadurch, dass wir Herbst haben, ist das jetzt vielleicht nicht die perfekte Gelegenheit. Blätter fallen hier in der Stadt ja eh selten, weil das ja eine tropische Stadt ist. Mit ihrem Buch kommt sie auch nicht voran. Das ist ja schlimm.
Ja, ich sehe es. So, morgen kriegen wir auch Simoleons für diese Gelegenheit. Aber ich denke, wir müssen bald wieder die Rechnung bezahlen. Ja. Also Simoleons um mehr oder weniger umsonst bekommen, weil wir sie ja gleich wieder ausgeben müssen. Wir brauchen definitiv Geld. Ich muss mehr Bücher schreiben. Dann macht es einfach mal ein bisschen schneller und deine Energie geht gerade nach unten. Sie hat $15 für das bekommen. Dann darf sie sich jetzt auch zur Belohnung ins Bett legen. So. Nachrichtensprecherin ist auch nicht dein Ding. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, was sie werden soll, aber Nachrichtensprecherin gehört nicht dazu. Sehr gute Note, das ist super. Oh, sie will immer noch diese Krippenspitze. Sonst hat sie keine Wünsche. Das ist ja auch ein bisschen unnormal. Aber meinetwegen gerne. So. Alles klar. Wir spulen die Nacht wieder vor, weil Nacht ist langweilig. In der Nacht passiert nichts. Sie will schlafen bis 6 Uhr morgens. Okay. Ich glaube, wir stehen auch um 5 auf, damit wir noch vorher trainieren können. Wie gesagt, früh ist halt immer so eine kleine Trainingszeit, weil ich es einfach unheimlich cool finde, wenn man, naja, wenn man halt so Morgensport macht. In ein paar Tagen ist Gruseltag und zwar genau, wo finde ich das nochmal? Ach hier, ne? Ja. Am Donnerstag. Und wir haben heute Dienstag. Das heißt bald. Da ist dann, glaube ich, auch frei. Können uns dann auch verkleiden und irgendwo hingehen, würde ich sagen. Wie wär's denn mit. Also wir klappern auf jeden Fall mal die Häuser hier ab. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas. Ah, ist das spannend. So. Da ging auch gleich wieder der Overwatch durch. Aber es geht schneller, das Spiel. Ich habe das Gefühl, es geht gerade schneller. Dass es früher halt nicht so schnell ging, aber das kann auch nur irgendwie so ein Gefühl sein und es muss auch nicht stimmen. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl. Sie ist auch gleich fertig mit Schlafen. Dann geht's wieder ans Trainieren. Ich finde es gut, dass das hier alles so weit oben bleibt, weil dann kann. Kriegt sie hier unheimlich viele Lebenszeitbelohnungen. Wir können ja mal gucken. Hallo? Was wir so holen können. Ich würde sagen, wenn wir dieses. Es gibt doch. Nee. Ich würde gerne. Das haben wir hier. Sims mit dem Merkmal profitieren von reduzierten Ausdrücken. Nein, das brauche ich auch nicht. Niemals nervig. Allwettermeister. Nee. Verdienstbooster. Buster, wie auch immer. Erhalte einen höheren Wochenlohn. Das haben wir ja eh nicht. Buchladenrabatt. Lebenswunsch ändern wollen wir auch nicht. Wir haben ja eben noch keinen. Nein, 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 nein. Sim der Zukunft. Nee, das. Ich hätte gern sowas wie, Ich hätte gern sowas wie weniger Schlaf brauchen oder so. Du wirst niemals eifersüchtig. Legendäre Gastgeberin, Profigammlerin. Was heißt das? Nee. Ich hätte wirklich gern sowas, wo sie halt weniger schlafen muss. Einfluss bei Sportlein, Neurots, starker Magen. Reich belohnt. Das wäre vielleicht was Gutes, weil wir sowieso schneller lernen. Schneller lernen ist gut. Ich glaube, wir holen uns dann auch schneller lernen. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, aber es geht halt doch relativ rasant. Steh auf! Eigentlich wollte ich vor einer Stunde aufstehen. Mist. Sie will Blätter haken, obwohl wir überhaupt keine Blätter auf dem Grundstück haben. Dann müssen wir das Trainieren jetzt doch leider sein lassen. Weil wir sonst nicht rechtzeitig zur Schule kommen. Und machen hier mal ein bisschen schneller. Heute werden wir wahrscheinlich neue Freunde kennenlernen. Habe ich mir so gerade beschlossen. Ja. Ach, so einen ekligen. Also. Eklig sieht es irgendwie schon aus. Sieht irgendwie aus wie so eine zermatschte Pampe. das hier mal wegräumen. Die Heinzelmännchen sind wieder da. Dann musst du noch schnell duschen gehen. Du brauchst es dann auch nicht wegräumen. Das mache ich für dich. Und dann kommt auch schon wieder der Schulbus. Das geht rasant. Und das kann sie nicht haken. Das ist blöd. Joggen gehen könnten wir auch mal machen.
Naja, wir überlegen uns was. Das Leben einer Teenagerin. So. Das Waschbecken sieht langsam ein bisschen eklig aus. Putzen müssten wir ja auch mal wieder. Ich glaube, heute holen wir uns auch eine Grippespritze. Wir kriegen gleich Geld, das ist toll. So, wir bezahlen hier mal die Rechnung. Nicht, dass wir das noch vergessen. So, mach mal ein bisschen schneller, meine Gute. Damit du noch die Rechnung bezahlen kannst. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Da kannst du nochmal aufs Klo gehen. Und zwar benutzen. So. Mist. Habe ich das jetzt gemacht? Eigentlich wollte ich es machen. Hat sie jetzt damit... Nee, sie hat es geschafft. Alles klar. Liebesbrief schicken. Ich hätte ja... Oder eine Post nehmen. Hey, wir nehmen mal die Post. Ich meine, wir müssen ja Post bekommen haben, wenn wir... ich will erst die Post nehmen und dann zur Schule fahren. So, mach mal. Mach ein wenig schneller, Morgana. Sie wird in 30 Tagen älter, okay. Okay, das ist nicht mehr so viel. Du hast ein kostenloses Exemplar von Blut in Pfützen bekommen. Alles klar, da können wir unser eigenes Buch lesen. Das ist auch cool. Und das dann jedem runterzählen. Ey, guck mal, ich habe ein Buch geschrieben und das ist Blut in Pfützen. Oh, wir können es für 35 verkaufen. Ich lasse es aber erstmal. Wir können es ja irgendwie unserem Freund schenken. Vielleicht freut er sich. Zum Geburtstag oder so. Ich weiß es nicht. Und du solltest neue Freunde finden. Okay. Sie geht zur Schule. Ihre Note ist sehr gut. Und die Gelegenheit werden wir auch gleich erfüllen. 300. Ausgezeichnet. Du hast den Boiler repariert und alles läuft wieder normal in der Schule. Wenigstens was den Boiler betrifft. Du wurdest für deine Mühen entlohnt und deine Schulleistung hat sich auch verbessert. Yay! Und ich denke, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, um den Part zu beenden. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen und dass ihr auch das nächste Mal wieder bei Familie Holmes einschaltet. Und ja, ich denke, wir werden auch wieder was mit Jason machen, wie jetzt fast in jeder Folge. Trotzdem hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Dann bis dann und ciao.